Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute spielen wir Poppy Playtime, eine feste Umarmung. Das Spiel ist ja schon ein bisschen länger draußen. Es sind mehrere Kapitel, die jetzt nach und nach rauskommen. Das erste Kapitel spielen wir heute, das da so ein bisschen mehr wie ein Blog-Angebot ist, was kostenlos ist und da so die Lust erwecken soll, da auch die restlichen Teile zu kaufen. Es ist eigentlich sehr gut gemacht, es ist ja auch nichts Neueres auf dem Markt. Also von daher, genau, da spielen wir mal das Spiel. Bevor ich anfange, möchte ich euch den Tipp geben, falls ihr weiterhin irgendwelche Horrorspiele mit mir erleben wollt, dann müsst ihr diesen Kanal abonnieren. Und es würde mir auch sehr gut helfen, wenn ihr da ein paar Likes da lasst. Es kostet euch nichts und hilft mir sehr. Vielen Dank. Na gut, da fangen wir jetzt mal an. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Haben wir hier so ein Tamagotchi oder was? Poppy Playtime! So cool! Poppy is lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. Hi, Poppy. I love you. Oh, so cute. Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it. And smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. You're schön. What's the time? Playtime! Playtime! If you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you okay. waiting for? Machen wir jetzt alle hin. The factory. We can't... Ja, wir sehen da so eine Hobbyblume, so eine Mundblume. Blume dort. Poppy Playtime. Everyone thinks Steph disappeared 10 years ago. Also kam hier irgendwie so ein Brief raus aus der Firma, dass drin steht, dass jeder denkt, dass da hier die Leute einfach nur verschwunden sind, aber die sind halt noch da, steht drauf. Und wir sind jetzt hier in der Fabrik. Wir sind jetzt hier in der Fabrik und suchen nach den Angestellten, die da verloren gegangen sind irgendwie. Wir sind hier im Foyer der Fabrik, wie es aussieht. Ja gut. Ja, Poppy will mit dir spielen. Es ist ja alles so schön, sogar der Poster auf Deutsch übersetzt. Es ist ja richtig schön viel Arbeit reingeflossen. Es ist doch schön. Nur für Personal. Oh. Brauchen da jetzt erstmal so ein. Ah, wir brauchen da einen Color Code oder sowas. Insgesamt wie von. Ah, ja. So. Tür öffnen hier. Boogiebot. Oh ja. Guck an, der Zug fährt ja noch. Wir irgendwas einsammeln. Rennen geht da wenigstens in dem Spiel. Ah, hier gibt's ja auch nur Scheiße. Ich glaube hier der Zug, das könnte ja der Code sein. Grün, pink, gelb, rot. Grün, pink, gelb, rot. Grün, pink, gelb, rot. Grün, pink, gelb, rot. Yay! Ich hab's! Okay, Brickery schreibt im Chat, er mag Züge. Das ist sehr gut. Ah ja, wieder die nächste Videokassette.
Scrap Pack. Tight the strip. Einfach so umschneiden. Ganz easy. Wir müssen beide Kanonen halten. Pull trigger to fire. Pull again to retract. Also, gun. Das war ein kleines Erklärvideo, wie das Ding funktioniert. What's the time? Playtime! Yay, geil! So. Jetzt kriegen wir das Ding wohl. So. Was wir das Ding brauchen? Keine Ahnung. Ist offen. Welcome to. Ja, wo? Das sieht ja alles verlassen aus. Ich wüsste ja nicht, wo da die Angestellten sein sollen. Ah, wer ist denn das hier? High five! High five! Greift an den Schritt. Whee. Und in die Fresse. Bam! Naja, gut. Du Scheiße! Ich hab da was gehört. Hast du dich angehört wie Schlüssel? Ah, hier! Wo kommt denn da her? Nur für Personal. Okay. Ja, Sig fragt, warum ich das so schnell gelöst habe mit dem Zug. Weil ich das Spiel da schon mal probiert habe, ob es läuft. Also von daher. Ich habe das erst probiert, irgendwie mit Linux zu spielen, aber das klappt dann mit den Treibern und alles nicht so sehr. Dann war der total scheiß Qualität. Ja, Prickeries, na. Ich bin da nie so gut, wie du denkst. Nee, nee, nee. Okay, wie geht das hier? Okay. Wie geht das? Ah, shit. Das war jetzt nichts. Berühre mit dem Kabel für Stromversorgung. Okay. Ja, ja, Livestream. Oh, jetzt denke ich die ganze Zeit darüber, dass ich auch noch Black Mirror 3 jetzt wieder alles spielen muss. Hier rum? Okay. Scheint ja die ganze Bude Strom zu haben. Na gut. Sehr gut. Wo ist denn hier die Statue hin? Vom Huggy Wuggy. Huggy Wuggy. He squeeze us till we pop. Er drückt uns, bis wir platzen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Huggy Wuggy. Unser guter Freund. Aber wo ist denn da nur jetzt hin?
Vielleicht ist er irgendwo hingegangen, um uns zu beschützen. Oder er frisst uns gleich. Wie meistens in den Horror-Games. Was war denn das? Habt ihr das gesehen an der Tür? Nee. Ich nehme den anderen Weg. Scheiße. Ah, okay. Und los! Huggy sagt, vergiss nicht, Pause zu machen. Das sage ich mir auch immer wieder. Pausen dürfen nicht länger als 10 Minuten sein. Ihr Arschlöcher. Na gut. Ich glaube, wir müssen die Dinger einsammeln. Okay, wir brauchen da 4 Teile, wie es aussieht. Das ist aber eigentlich sehr schön gelöst. Richtig straightforward. Da haben sie erstmal eins im Veranschaulichen hingelegt. Na gut. Ja. Komm her. So, jetzt haben wir die zweite Hand freigeschalten. Klasse. Sehr kaputt gegangen, so ein Scheißdreck. High five. Na, geht nicht so richtig. Nur gut. Okay. Wo sind wir denn hier gelandet? Na ja, gucken wir mal ein bisschen. Upp. Benötigt Strom. Ach, ein Freund. Benötigt Strom. Na ja, gut. Das müsste jetzt eigentlich. Ja. Yay! Ah! Ah. E-Taste drücken. So. Ah, es funktioniert wieder. Alles gezeichnet. Idiot. Na ja, gut. Okay. Jetzt brauchen wir die ganzen Teile. So, jetzt geht das alles hier rein. Für die Maschine.
Ja, da hinten kommt's. Kuscheltier, komm her. Das so. So, da habe ich jetzt mein Kuscheltier. Ist das denn nicht schön? Okay. So, geht's weiter. Ach du Scheiße! Geh weg! Nee, mach dich fort! Lass mich nicht! Du bist hässlich! Du Scheiße! Hilfe! Ach, hier kann ich auch nicht hoch. Hier, das Ding ist offen. Ach, du Scheiße! Was ist denn los? Ach du Scheiße, wo geht's hier lang? Come on! Ich steck hier fest. Ist ja nicht wundervoll. Fick dich, Huggy Wuggy. Ah. Ach, guck an hier. Hoppysies. Die haben wir doch die ganze Zeit gesucht. Wir sollen doch hinkommen. Nicht gehen. Nicht stopp. Nicht flieht. Gefahr. Geht nicht. Ja, sieht doch einladend aus. Let's go. Oh, schöne Tapete an der Wand. Und jetzt hier der Boogie Woogie wieder. Huggy Wuggy. Scheiße. Schrank im Weg. Ah. Was geht denn hier hinten los?
Hallo? You opened my case. So, Kapitel 1, das war's schon. Poppy Playtime. Ich hoffe mal, euch hat's gefallen.